gucken, ob das... So, man sieht ja hier schon, der Bereich, wo der Lichtschein hinleuchtet, ist halt sehr knapp, ne? Und das Feuer wird auch immer ein bisschen weniger. Da muss man dann wirklich drauf aufpassen, dass man nicht zu weit läuft, weil dann kommen so Viecher an. Ich würde es jetzt gar nicht so gerne ausprobieren. Ah, Gott sei Dank, jetzt wird es schon wieder hell. Jetzt können wir ein bisschen Gras noch sammeln. Ich brauche aber halt wirklich mal irgendwie mehr Felsen. Ich versuche jetzt mal einfach, ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg hier lang und versuche mal so ein Feld zu finden. Also man sieht jetzt hier auf der Karte schon ganz gut, was es hier alles so gibt. Vielleicht gehe ich sonst auch erstmal hier hoch, folge dann dem Weg da oben, weil da waren ja Hasen und Hasen sind halt, damit kann man gut dann sich was zu essen besorgen. Na, aber bei Hasenfallen, hier sieht man, ah, okay, hier ist so eine Dings, eine Falle. Da ist auch ein Hase, wenn ich jetzt hingehe, läuft er halt in seinen Hasenbau und ist dann weg. Deswegen muss ich halt ein bisschen aufpassen. Vielleicht werde ich jetzt einfach mal so eine Falle bauen. So, nehmen wir mal die hier. Dann wählen wir die aus, machen Drop. So, jetzt muss ich aber hier auch diesen Samen nehmen und Bait drücken. So, und wenn ich Bait jetzt gedrückt habe, dann liegt da Samen drunter. Und das ist dann, dass der Hase dann dahin läuft. Hoffentlich. So, man sieht jetzt schon wieder, er hat Hunger. Und das ist halt wirklich ärgerlich, weil ich habe jetzt zum Beispiel nichts, um irgendwas zu machen. So, ich kann auch diesen Hasen, ich kann ihn verfolgen, aber ich treffe den nicht. Und dann werde ich mal noch eine Falle bauen, weil ich habe jetzt noch einen Samen. Weil wenn man keinen Samen baut, dann kann es zwar passieren, dass die Hasen reinkommen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. So, Drop, Samen, Bait und dann hoffentlich, ja, gut. So, dann ist er da reingekommen. Jetzt kann ich mir wieder ein Lagerfeuer bauen. Ich baue mal so ein kleines. Ah, ich habe gerade kein Graszeugs. Dann nehme ich das jetzt mal, weil ich muss unbedingt was essen. Wenn ich nichts esse, dann bin ich schnell tot. Und das ist wirklich ärgerlich. So, dann nehmen wir jetzt den Hasen, kochen den. Dann haben wir den gekocht. Dann kann ich den jetzt essen. So. Und man sieht halt, ich habe jetzt wirklich schon viel gegessen und ich habe mir schon viel in den Rachen geschlagen und so. Aber es bringt halt wenig. So, das heißt, ich muss wirklich jetzt gucken, dass ich schnell irgendwie was zu essen bekomme, sonst bin ich tot und das war es dann ganz, ganz schnell. Und da bin ich halt noch ein bisschen, dass ich nicht so genau weiß, wie ich das jetzt machen soll. So. Setzen wir doch die Samen nochmal hier hin. Bait. Vielleicht kriegen wir es ja den Hasen dahin gelockt. Ne. Ja, es wird schon wieder eine spannende Sache mit dem Essen. Na, und es gibt auch Bären, die bringen aber nicht so viel. Und deswegen ist es echt manchmal so eine Sache, dass man so denkt, ja, ich möchte ja gerne, ne, ich möchte ja gerne was essen und ich möchte ja auch gerne mich ernähren. Aber man lässt mich ja nicht. Na, und so, okay, dann haben wir jetzt hier nochmal Steine. Wählen wir die mal aus. Hier sind wieder Spinnen. Das ist aber auch wieder nur Stein. Also normaler Stein und kein... So, genau. Die wollen dann angreifen. Dann denkt man so, aha, ihr könnt mir nix. Aber dann kommen da ganz viele raus. So, jetzt haben wir hier schon bessere Steine. Man sieht jetzt hier schon, ne, hier sind Gold Nuggets. Jetzt kommen da die Spinnchen wieder angelaufen. Nehmen wir das nochmal ein. Nehmen wir einfach mal die Steine mit und Gold Nuggets sind halt wirklich wichtig. Alles schön einsammeln. Ne, und man sieht ja schon hier, das ist der normale Stein. Der hier mit diesen komischen Fasern ist dann der, wo Gold Nuggets halt drin sind. Na, kommt gleich in eine Spinne bestimmt. Okay. Dann werde ich mich aber gleich mal wieder, wenn es jetzt so dunkel wird, dahin begeben, wo die Hasen sind. Weil wenn die in die Falle kommen, dann geht die Falle irgendwann auch kaputt. Und dann können die Viecher halt entwischen. Ich werde jetzt nochmal, bis es dunkel wird, jetzt versuche ich den hier nochmal, weil da Spinnen sind. Und wenn ich das da mitgenommen habe und die Samen...
Oh, jetzt kommen wir gleich hier alle raus. Geh weg. Genau, jetzt ist nämlich schon abends. Jetzt werden die Spinnen alle übermütig und kommen alle raus und wollen eine umbringen. Und das ist dann halt nicht so gut. Versuchen wir nochmal unsere Hasenhöhle wieder zu finden. Dass wir unsere Hasenfalle mal wieder sehen. Und dass wir... Ah, da ist sie. Da ist aber noch alles so wie vorher. Wahrscheinlich schlafen die Hasen jetzt auch gerade. Ich werde jetzt mal ein großes Lagerfeuer bauen. Hier das dicke. Werde mich dann hier einnisten. Und dann mal schauen. So, den müssen wir mal wegscheuchen, weil der sich sonst an den Samen vergreift. Und das wollen wir auch nicht. Na, dann baue ich mir jetzt mal noch eine Falle. Geh mal weg. Was habe ich jetzt getan? Habe ich meine Axt hier hingeworfen? Nehmen wir mal, genau, die Falle, da sieht man es, 88%. Das heißt, die hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Setzen wir die mal hier noch hin. Drop und wählen den Samen aus. Und machen Bait. Ja gut, jetzt hat er es geschafft, der Vogel. Der hat mir einfach mal den Samen weggefuttert. Na, Mist. Ja, das sind auch so Sachen, die mich an der Steuerung manchmal so ein bisschen irritieren. Ich drücke dann halt einfach mal schnell falsche Sachen und dann ist halt doof. Na, und man sieht, die Nahrungsanzeige ist jetzt schon wirklich kurz vor knapp. Na, da wäre es jetzt wirklich gut, wenn ich nochmal Essen bekomme. Ich hoffe, dass ich diese Nacht noch überstehe, weil sonst war es das mit dem ersten Versuch. So, du hast mal schnell ab. Da ist noch ein Samen. Den schnell noch holen. Dann werde ich mir noch eine Falle bauen. Und dann hoffe ich mal, dass es wirklich irgendwie klappt mit den Fallen. Weil das wäre echt ärgerlich, wenn ich jetzt drauf gehe. So, schauen wir mal. Wählen das mal aus. Und machen Add Fuel. Dann wird es ein bisschen heller. Genau, und jetzt kann ich ja auch die Science Machine bauen. Hier seht ihr sie schon. Die werde ich jetzt mal hier hinsetzen. Na, hier wird jetzt mein Hauptlager sein, weil hier die ganzen Höhlen sind. Und tada, ganz viele Sachen. Hier sieht man eine Farm. Na, da brauche ich halt diesen Dung, den ich nur von Büffeln bekomme. Dann gibt es noch andere Farmen, bessere. Und Beebox ist dann halt für Bienen. Na, und all so Sachen, die man halt alle machen kann. Aber das ist alles so sehr advanced und dafür braucht man halt wirklich viele Sachen. Und man ist halt extrem darauf angewiesen, dass man solche Sachen halt irgendwie findet. Und das ist dann schon schwierig. Hier gibt es Alchemie-Maschinen, ne? Also noch mehr Sachen, die einem so Krams bringen. Na, hier so Waffen. Schauen wir doch mal, dass wir den Rucksack... Boards. Das ist auch so eine Sache von Don't Starve. Man hat halt diese Science Machine gebaut und jetzt kann man von Sachen so einen Prototypen bauen. Das steht dann halt so, ich weiß nicht, ob der auch mal schief laufen kann oder nicht. Das heißt jedenfalls Prototyp und dann kann man hier Boards jetzt bauen, also Bretter oder hier geschnittene Steine. Dafür braucht man mehrere Steine und dann muss man halt einfach gucken. So, okay, jetzt geht's los. Jetzt habe ich Hunger und jetzt verliere ich Leben. So, und da die freundlichen Hasen hier nicht rauskommen, werde ich jetzt einmal hier den Samen futtern, dass wenigstens ganz kurz das unterbrochen ist. Aber das hilft wirklich nur ein paar Sekunden. Und ich weiß jetzt einfach wirklich nicht, was ich jetzt tun soll. Also ich kann hoffen, dass ich jetzt hier nochmal irgendwas anderes zu futtern finde. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Blumen essen. So, dann nehme ich die hier, esse die. Aber besser geht es einem dadurch halt auch nicht. Na, und wer nur Blumen isst, da ist klar, dass dann der Kopf irgendwann sagt so, wie wär's mit richtigem Essen. Na, und das ist halt schon extrem ätzend. So, dann kann ich hier Beeren essen. Aber ihr seht schon, es bringt halt alles nicht so richtig was. So, den kann ich auch nicht nehmen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinem Häuschen und hoffe, dass die Viecherchens jetzt wenigstens, schon mal ein bisschen da reingelaufen sind. Weil sonst war es das gleich mit der ersten Folge schon wieder. Oder sonst war es das mit dem ersten Leben, was ich habe. Ich esse die hier mal, gehe dann nochmal zur Hütte und werde das Zeug dann mal essen. Vielleicht kann man die Pflanzen ja auch essen. So, jetzt habe ich den hier. Kann ich den? Oh, ich kann Schmetterlinge essen.
schauen wir doch mal beim Lager, ob da nicht irgendwas in die Fallen rein. Ne, bis jetzt sieht es schlecht aus. Dann werde ich hier nochmal Add Fuel machen, dass es ein bisschen brennt. Dann werde ich mir mein ganzes Zeug mal alles. Das kann ich nur essen. Kochen. Schmetterling, kann man den? Ne, den kann man auch nur essen. Das bringt halt wirklich extrem wenig, ne? Also es bringt wirklich wenig und ich weiß noch nicht, ob die Kuschelhäschen hier nochmal nachkommen oder was die so planen. Ich kann jetzt nur nochmal probieren, noch eine Falle zu bauen. Brauche ich aber noch mehr Gras. Dass ich dann versuche, die Tierchen da irgendwie reinzulocken oder das oben drauf zu bauen. Weil es ist ganz wichtig, dass ich brauche jetzt unbedingt Essen. Na, aber mich stört halt einfach, es ist immer so kurz vor knapp und man kann halt wenig machen. Man ist wirklich immer kurz vorm Tod. Na, und das ist schon anstrengend, dass man nicht einfach mal so ein bisschen Entspannung hat. Dass man nicht einfach mal sagen kann, okay, jetzt, es geht nicht nur ums Essen. So, haben wir nochmal da hingelegt, vielleicht läuft dann da einer rein. Versuchen wir den nochmal da oben hinzujagen. Ja, so. Sehr gut. Vogel, hau mal ab. So, jetzt haben wir den Hasen. Mördern den mal. Dann mache ich mal ein bisschen Zeug da rein. Und dann wird das gekocht. Und gegessen. So, und es ist halt unglaublich, es bringt so wenig und das ist echt schade. Das ist wirklich schade. So, mal gucken, was braucht man denn für eine Vogelfalle? Ah, da braucht man Netze. So, Netze kriegt man nur von den Spinnen. Ich werde mal noch... Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt hier ganz viel Gras abzubauen. Das werde ich jetzt mal tun. Und dann wirklich überall diese Fallen hinzusetzen. In der Hoffnung, dass irgendwer auch ohne Samen dann da reinläuft. Weil ich will einfach nicht sterben. Ich will jetzt nicht hier drauf gehen. Ja, da kann es halt echt nicht oft genug sagen. Ne? Ich finde es so schade, dass man... Oh, hier ist einer, den holen wir uns mal. Genau, jetzt habe ich zu viel Zeug. Werde ich mal versuchen... Hier noch. Das habe ich jetzt mal da drunter gelegt. Genau, dann machen wir den hier mal tot. So. Dann bauen wir noch mal ein paar Fallen. Und jetzt ist halt nachts. Ne? Nachts heißt schon mal, da ist kein Tierchen mehr. So, nur die Vögel fliegen jetzt alle rum. Ich werde vielleicht in der nächsten Nacht, wenn ich die noch lebe, versuchen, einfach einen von diesen Vögeln zu fangen. Also ein paar Spinnen zu töten und dann ein paar Vögel zu fangen. Das muss ja da irgendwie möglich sein. Jetzt hier nochmal, bevor es jetzt dunkel wird, versuchen, irgendwas zu finden, was man essen kann. So, die Bären sind alle noch nicht nachgewachsen. Pilz ist auch noch nicht da. Ja, das wäre halt wirklich ärgerlich, so jetzt drauf zu gehen, jetzt so, wenn man schon so viel erreicht hat. Das heißt viel, aber also man sieht, man ist in diesem Spiel wirklich nur damit beschäftigt. Man kann auch gar nicht richtig, ich kann nicht mal richtige Erkundungen machen, weil ich so extrem damit beschäftigt bin, fast zu sterben. So, jetzt habe ich hier noch Morsel. Okay, das dann... Baue ich mir mal hier ein kleines Feuer. Ja. Und werde das mal kochen. Okay, habe ich gekocht. Dann esse ich den jetzt mal. Es bringt halt wirklich nichts. Ist wirklich unglaublich. Ja, man sollte natürlich auch bis zum Ende warten. So, hier oben sind schon mal Spinnen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Nacht hier verbringen. Na, ich versuche nochmal hier ein bisschen was abzubauen.
Und da muss ich halt einfach abwarten. So die Nacht über warten. Ja, jetzt ist ja auch mein Dings nicht in der Nähe. Ich kann ja das nochmal kochen. Gucken, was habe ich dann? Getoastete. Ja, es ist so kurz vor knapp. Kurz vor knapp vorm Tod. Ja, jetzt müssen wir leider die Nacht über warten. Ich kann nochmal schauen, was habe ich hier so? Was bringt das? Ring, Thing, Spekt, ein Ring. Hm. Ja, vielleicht kann ich mir einen Speer bauen. Das wäre ganz gut. Speer geht nicht, weil ich Seil brauche. Ja, und Seil kann ich nicht bauen, weil ich dafür andere Sachen brauche. Gut, und mit der Axt jetzt hier die Spinne kaputt zu hauen, das bringt auch nichts. Kann man das hier... Ne, das bringt auch nichts. Ich werfe nochmal ein bisschen Feuer nach. Dass es ein bisschen heller ist. So, hiermit kann ich nichts machen. Hier ist Wasser. Jetzt bleibt mir eigentlich in der Nacht nur halt abzuwarten und zu warten, bis Tag wird. Mehr kann man nicht machen. Dann begebe ich mich gleich wieder runter. Hoffe, dass ein paar Hasen angebissen haben. Und dann muss ich halt gucken, ob ich vielleicht Vogelfallen, weil dann kann man halt so eine Mischung aus Vogelfalle und aus anderen Sachen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was vielleicht noch mehr hilft, um die Hasen anzulocken. Ich habe jetzt nur halt irgendwo gelesen, dass die halt Samen gerne mögen, aber Samen scheinen ja auch bei den Vögeln halt gut anzukommen. Vielleicht ist es dann besser, das zu machen. Also, dass man sich jetzt Netze fängt und dann damit die Tierchen. So, mal gucken, hier runter. Ja, es geht schon wieder los. So, das kann es jetzt nämlich gewesen sein. Weil wenn ich jetzt hier nichts finde... Na, ihr seht schon, das bringt halt wirklich überhaupt nichts. Und hier sind auch keine Bären dran. Und wenn ich jetzt nichts finde, dann war es das gewesen. Und das ist halt ärgerlich, ne? Man ist nur beschäftigt damit, irgendwie irgendwo Essen zu finden. Nichts hilft. Ich glaube, ich werde mich auch, wenn ich jetzt sterbe, nochmal irgendwie belesen. Das ist ja, also ist ja so irgendwie echt kein Zustand. Hier sind auch gerade keine Tierchen. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung. Na, man sieht jetzt schon, oh, ich habe einen Bart, weil ich den dritten Tag überlebt habe. Ab dem dritten Tag gibt es dann einen schönen Bart. So, das gegessen. Hier ist noch eine Karotte, die hebe ich mir aber auf fürs Braten. Hier ist noch ein Samen für den Notfall. Gut, jetzt sind die Hasen wieder da, vielleicht weil es besseres Wetter ist. Ich gehe jetzt mal zum Lager, werde die Karotte kochen. Dann hoffe ich. Ja, man kann die auch nicht da so richtig reinlocken, ne? Hier sind auch keine blöden Viecher. Okay, da was rein. Dann werde ich das kochen und essen. Werde ich das kochen, aber nicht essen. Dann habe ich hier noch eine Falle. Die werde ich mal hier hinsetzen. Und dann werde ich jetzt mal ein Seil bauen. Seil und Seile. Da gibt es ein Seil. Jetzt kann ich nämlich eine... Was kann ich jetzt hier bauen? Was ist das? Straw Bowl. Okay, dann kann ich damit schlafen. Also ich kann schlafen, nicht damit. Nein. Hm, was brauche ich noch? Ich wollte jetzt einen Speer. Nehme ich jetzt mal den Speer. Den hier. Den baue ich jetzt... Nehme ich mal. Oh, da ist doch ein Viech reingelaufen. Setze ich gleich mal wieder hin. In der Hoffnung, dass irgendeiner anbeißt. Dann habe ich hier mein Häschen. Das koche ich mal. Das ist aber noch am Leben. Die laufen natürlich alle da in ihre... Komm schon, Häschen. Perfekt. Okay, ich kann jetzt nicht mehr nehmen. Dann werfe ich mal... was werfe ich denn jetzt weg? Das hier? Nein, ist der jetzt rausgekommen? Oh, wie ätzend. Ja, das sind dann die Sachen, die dann ätzend sind. Okay, dann habe ich doch hier... Den esse ich mal.
Oh, es bringt so wenig. Es ist so ärgerlich. Ich gehe jetzt mit dem Speer mal hoch. Hier, wo waren sie? Da oben. Und werde mir mal Spinnennetze besorgen. Ich werde mal versuchen, vielleicht kriege ich ja einen von den Spinnchen getötet. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Okay, so, ich habe Monsterfleisch, aber kein Netz bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Noch Fleisch. Okay, ja, das klappt ja ganz gut. Ah, da, super. Jetzt habe ich nämlich Netz. Das kann ich aber nicht aufsammeln. Die Axt werfe ich dann mal weg. Da ist nur ganz wenig drin. Dann gehe ich jetzt schnell wieder zum Lager. Was habe ich jetzt hier noch? Toasted Seeds. Das bringt ja auch nicht so viel. Monsterfleisch. Vielleicht kann ich das braten. Weil wenn man das nämlich isst, dann ist halt Leben schnell zu Ende. Schauen wir mal. Hier irgendwelche Viecher. Vielleicht kriege ich den da reingelockt. Ja. Muss jetzt schnell irgendwas loswerden. Das erstmal wegwerfen. Die Falle steht wieder. Dann wird hier erstmal Feuer gemacht. Das wird erstmal gekocht. Kann das kochen? Ja, ich sollte mal irgendwie Kisten bauen. Oh, jetzt geht mein Leben schon wieder weg. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Ah, Kinder. Es ist schon keine Freude irgendwie, dass man hier andauernd fragt. So, ich werde mal gucken, kann ich schon eine Kiste bauen? Sind Kisten überhaupt? Kisten. Chest. Okay, dafür brauche ich 3 von diesen Brettern. Ja, ich habe gerade leider nicht genug. Da muss ich jetzt erstmal mit hier hin und her werfen. Die droppe ich mal erstmal. Das droppe ich auch erstmal. Ich hoffe, das bleibt da ein bisschen liegen. Dann werde ich das jetzt kochen. Koch das mal. Probier das mal aus, ob man das jetzt essen kann, wenn es gekocht ist.